Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Montagabend, den 24. März, habe ich mich eingefunden zu einer ganz besonderen Lesung der zweiten des siebten Kapitels aus dem Buch Herrscher des Bösen, nützliches Wissen über Machtstrukturen. Und zwar ist es eine besondere Lesung deshalb, weil wir gleich voll einsteigen in den Eid oder besser gesagt den Schwur der Jesuiten, und zwar diesen besonderen Schwur der Treue an den Papst, so wie es offiziell heißt, der aber eigentlich ein besonderer Treueschwur an den schwarzen Papst ist, also den Generalobersten der Gesellschaft Jesu Christi. Wir haben letztes Mal angefangen, das Kapitel 7 zu lesen und sind genau bis an den Punkt gekommen, wo ich den Eid eingeleitet habe. Und mein Plan ist jetzt, dass ich den Eid einmal von vorne bis hinten, ohne Pause, ohne Kommentar durchlesen werde. Und dass wir uns danach noch etwas Zeit nehmen und den Kommentar noch einmal lesen und dann hier und da auf bestimmte Punkte eingehen und diese besprechen werden. So hat jeder die Möglichkeit, sich während dieser ersten Lesung des Eides Notizen zu nehmen und dann bei der zweiten Lesung eventuell Fragen zu stellen. Das Besondere an dieser Sendung ist, dass ich jeden der Teilnehmer, die in der Gruppe heute anwesend sind, die Möglichkeit gegeben habe, in diese Lesung eingreifen zu können, und nicht nur also Michael und Viktor, sondern jeder andere, der dabei ist und der gerne seine eigene Frage stellen möchte oder seinen eigenen Kommentar dazu geben möchte, das gerne machen kann. Aber erst nachdem der Eid einmal komplett von vorne bis hinten gelesen ist, ohne Kommentar, einfach durchlesen. Damit werde ich jetzt anfangen und dann gehen wir halt in den zweiten Teil, wo wir den Eid, diesen besonderen Treueeid der Jesuiten, noch einmal analysieren werden. Ich fange noch mal hier an, was wir letztes Mal bereits gelesen hatten, weil das ist ein einleitender Absatz, der nicht von großer Unwichtigkeit ist. Von daher fangen wir hier an. Die Gesellschaft Jesu gibt ihren extremen Gehorsamseid nicht der Öffentlichkeit preis. Allerdings wurde eine beglaubigte Kopie von einem Edwin A. Sherman übersetzt und in der Kongressbibliothek, also des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika, mit der Nummer BX3705.S56 hinterlegt. Gemäß diesem Dokument wird ein Jesuit niederen Ranges, der in einen höheren Rang befördert werden soll, in die Kapelle des Ordensklosters geführt. Dort sind nur drei weitere Personen anwesend. Der Generalobere steht dabei direkt vor dem Altar. Zu jeder Seite steht ein Mönch. Einer hält ein Banner in den päpstlichen Farben gelb und weiß, der andere ein schwarzes Banner mit einem Dolch und einem roten Kreuz über einem Totenschädel mit gekreuzten Knochen. Dieses Banner trägt die Initialen INRI und darunter die Worte Iustrum Necker Reges Impios, was bedeutet: Es ist gerecht, pietätlose und heretische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Auf dem Boden ist ein rotes Kreuz, auf dem der Kandidat niederkniet. Der Obere reicht ihm ein kleines schwarzes Kruzifix, das er in seine linke Hand nimmt und direkt auf sein Herz drückt. Gleichzeitig nimmt der Obere einen Dolch, dessen Spitze er auf die Brust des Anwärters hält, den Griff noch in der Hand. Dann hält der Obere eine Präambel und verliest den Eid. Der Vorgesetzte spricht hier und wir schauen uns in der Zwischenzeit ein Video an, das heißt A Lamp in the Dark, also eine Lampe im Dunkeln, die unerzählte Geschichte der Bibel mit deutschen Untertiteln, bei ungefähr 2 Stunden und 4 Minuten von dem dreistündigen Dokumentarfilm, weil hier nämlich über den Eid gesprochen wird und hier laufen dann interessante Bilder und daneben läuft dann hier in Untertiteln auch der Text nochmal mit bei, der auch über den Eid geht. Können wir mal sehen, wer schneller liest, das werde ich wahrscheinlich nicht sein. Der Vorgesetzte spricht: Mein Sohn, bislang wurdest du gelehrt, als Heuchler zu agieren. Unter römischen Katholiken ein römischer Katholik und auch unter deinen Brüdern ein Spion zu sein, keinem Menschen zu glauben, keinem Menschen zu trauen. Unter den Reformern ein Reformer zu sein, unter den Hugenotten ein Hugenotte zu sein, unter den Calvinisten ein Calvinist zu sein, unter den Protestanten hauptsächlich ein Protestant zu sein und ihr Vertrauen zu erlangen, um danach zu streben, von ihren Kanzeln zu predigen und mit aller Vehemenz, die in deiner Natur liegt, unsere heilige Religion und den Papst zu beschuldigen und sogar so niedrig zu sinken,
ein Jude unter Juden zu werden, so dass es dir gelingen kann, alle Informationen zum Wohle deines Ordens als ein treuer Soldat des Papstes zu sammeln. Dir wurde beigebracht, heimtückisch den Samen des Neides und Hasses in Gemeinschaften, Provinzen und Staaten zu säen, die sich im Frieden befanden, sie zu blutigen Taten zu animieren, in gegenseitige Kriege zu treiben und Revolutionen sowie Bürgerkriege in Ländern anzuzetteln, die unabhängig und wohlhabend waren, Kunst und Wissenschaft kultivierten und die Segnungen des Friedens genossen. An der Seite der Kämpfer zu stehen und insgeheim mit deinem Jesuitenbruder zusammenzuarbeiten, der auf der anderen Seite tätig sein mag, öffentlich als Gegner dessen, womit du verbunden bist, nur damit die Kirche am Ende als Gewinner hervorgeht, durch die Konditionen, die in den Friedensverträgen festgehalten werden, so dass der Zweck letztendlich die Mittel heiligt. Dir sind deine Pflichten als Spion beigebracht worden, alle Statistiken, Fakten und Informationen, auf die du Zugriff hast, aus jeder Quelle zu sammeln, dich einzuschmeicheln in das Vertrauen des familiärsten Kreises von Protestanten und Heretikern jeder Klasse und jedes Charakters, ebenso den von Händlern, von Bankern, von Anwälten, in den Schulen der Universitäten, in Parlamenten und Legislativen, den Gerichten und Rechten und Ratsversammlungen des Staates und jede erdenkliche Sache für alle Menschen zu sein, zum Wohle des Papstes, dessen Diener wir bis zum Tode sind. Du hast bisher sämtliche deiner Instruktionen als Novize erhalten, als Anfänger, Hilfsbeschwörer, Beichtvater und Priester gedient, aber du bist nicht mit allem ausgestattet worden, das nötig ist, um in der Armee des Loyola im Dienste des Papstes ein Kommando zu führen. Du musst eine angemessene Zeit lang als Instrument und Henker dienen, wie es deine Vorgesetzten anordnen. Denn ohne das Vergießen von Blut kann kein Mensch gerettet werden. Deshalb wirst du, um deiner Arbeit gerecht zu werden und deine Erlösung sicherzustellen, in Ergänzung zu deinen früheren Schwüren des Gehorsams gegenüber dem Orden und Gefolgschaft zum Papst, mir nachsprechen. Ich, Jorge Mario Bergoglio zum Beispiel, verkünde und schwöre in der Gegenwart des allmächtigen Gottes, der heiligen Jungfrau Maria, des gesegneten Erzengels Michael, des seligen Täufers Johannes, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und all der heiligen und sakralen himmlischen Heerscharen und für dich, mein geisterhafter Vater, oberster General der Gesellschaft Jesu, gegründet durch den heiligen Ignatius von Loyola im Pontifikalamt von Paul III. Und bis heute fortbestehend, bei dem Mutterleib der Jungfrau, der Matrix Gottes und dem Stab Jesu Christi, dass seine Heiligkeit, der Papst, der Vizeregent Christi, das wahre und einzige Haupt der katholischen und universellen Kirche der gesamten Erde ist. Und dass er aufgrund des Schlüssels zum Binden und Lösen, der seiner Heiligkeit durch meinen Erlöser Jesus Christus gegeben worden ist, die Macht hat, ketzerische Könige, Prinzen, Staaten, Gemeinwesen und Regierungen aus dem Amt abzusetzen, die alle illegal sind, ohne seine heilige Bestätigung, und dass sie mit Sicherheit vernichtet werden mögen. Weiter erkläre ich, dass ich diese Lehre der Rechtmäßigkeit und des Gewohnheitsrechts seiner Heiligkeit verteidigen werde gegen alle Thronräuber, heretischer oder protestantischer oder sonstiger Autoritäten, vor allem der Lutheraner Deutschlands, Hollands, Dänemarks, Schwedens und Norwegens und gegen die derzeit geheuchelte Autorität sowie die Kirchen Englands und Schottlands und Zweige dieser in Irland, auf dem amerikanischen Kontinent und überall sonst. Und gegen alle Anhänger, sofern sie der heiligen Mutterkirche Roms feindlich und heretisch entgegenstehen. Ich verspreche und erkläre hiermit, dass ich jeglichen Gehorsam gegenüber heretischen Königen, Prinzen und Staaten, die sich protestantisch oder liberal nennen, verneine und verweigere, ebenso wie den Gehorsam gegenüber Gesetzen, Magistraten und Offizieren.
Außerdem erkläre ich die Doktrin der Kirchen von England und Schottland, von den Calvinisten und Hugenotten und anderen, die sich Protestanten oder Liberale nennen, für schändlich und diejenigen für verdammt, die diese nicht in gleicher Weise aufgeben. Außerdem erkläre ich, dass ich allen Agenten seiner Heiligkeit helfen, assistieren und mit Rat zur Seite stehen werde, an jedem Ort, wo auch immer ich sein sollte. In der Schweiz, Deutschland, Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, England, Irland, Amerika und in jedem anderen Königreich oder Gebiet, das ich aufsuchen werde und mein Äußerstes tun werde, um die Lehren der Protestanten oder Liberalen auszurotten und all ihre vorgebliche Macht, ihr Königtum und Sonstiges zu zerstören. Außerdem verspreche und erkläre ich, dass ich nichtsdestotrotz meine Religion für die Propaganda der Interessen der Mutterkirche ketzerisch annehmen werde und die Pläne all ihrer Agenten geheim und vertraulich halten werde, wenn sie mir von Zeit zu Zeit Instruktionen geben mögen und dass ich diese nicht direkt oder indirekt durch Wort oder Schrift oder irgendwelche Umstände preisgebe, sondern alles ausführe, was du, mein geistlicher Vater, mir vorschlägst, aufträgst oder offenbarst oder ein anderer des Heiligen Bundes. Weiter verspreche ich, dass ich keine eigene Meinung oder eigenen Willen haben will oder irgendeinen geistigen Vorbehalt, selbst als Leiche oder Kadaver, sondern ohne zu zögern, absolut jedem Befehl gehorche, den ich von meinem Obersten in der Armee des Papstes und Jesu Christi empfangen möge. Dass ich zu jedem Teil der Erde, wohin auch immer, ohne zu murren oder zu klagen gehen werde, zu den gefrorenen Regionen des Nordens, dem brennenden Sand der afrikanischen Wüste, den Dschungeln Indiens, den Zentren der Zivilisation Europas oder zu den wilden Orten der barbarischen wilden Amerikas und in allen Dingen unterwürfig sein werde, was auch immer mir übertragen wird. Außerdem verspreche ich, dass ich, wenn sich Gelegenheit bietet, geheim oder offen, unbarmherzigen Krieg gegen alle Ketzer, Protestanten und Liberale führe und unternehme, wie es mir zu tun befohlen ist, um sie von Angesicht der Erde auszurotten und auszulöschen. Und ich will weder vor Alter, Geschlecht noch sonstigen Umständen Halt machen. Ich werde diese niederträchtigen Heretiker hängen, kalt machen, kochen, häuten, erwürgen und lebendig begraben, die Bäuche ihrer Frauen aufschlitzen und die Köpfe ihrer Kinder gegen die Wand schlagen, um ihre abscheuliche Brut für immer zu vernichten. Und dass, wenn ich sie nicht öffentlich umbringen kann, ich einen heimlich vom vergifteten Kelch, vom Galgen, vom Dolch oder der bleiernen Kugel Gebrauch machen werde, ungeachtet der Ehre, des Ranges, der Würde oder der Autorität der Person bzw. Personen, wie auch immer sie in der Öffentlichkeit oder im privaten Leben gestellt sein mögen, so wie mir zu jedweder Zeit von irgendeinem Agenten des Papstes oder Oberhaupt der Bruderschaft des Heiligen Glaubens der Gesellschaft Jesu befohlen wird. Zur Bestätigung widme ich hiermit mein Leben, meine Seele und all meine körperliche Kraft und mit diesem Dolch, den ich nun erhalte, werde ich mit meinem eigenen Blut, mit meinem Namen unterschreiben, um dieses zu bezeugen. Und sollte ich mich als falsch oder schwach hinsichtlich meiner Überzeugung herausstellen, mögen meine Brüder und brüderlichen Soldaten der Miliz des Papstes mir meine Hände und Füße abschneiden und meine Kehle von Ohr zu Ohr, meinen Bauch öffnen und Schwefel darin verbrennen mit all der Bestrafung, die mir auf Erden zugefügt werden kann. Und meine Seele soll in einer ewigen Hölle für alle Zeiten von Dämonen gequält werden. All dies schwöre ich, Jorge Mario Bergoglio, bei der heiligen Dreieinigkeit und den gesegneten Sakramenten, die ich nun erhalten werde, um tätig werden zu können und die ich meinerseits als unantastbar bewahren werde. Und ich rufe die himmlischen und glorreichen Heerscharen des Himmels, das allerheiligste Sakrament des Abendmahls zu bezeugen
und darüber hinaus das Niederschreiben meines Namens mit der Spitze des Dolches durch mein eigenes Blut besiegelt in der Gegenwart dieses heiligen Bundes. Er hält vom Vorgesetzten die Oblate, also Eucharistie, und schreibt seinen Namen mit der Spitze des Dolches in sein eigenes Blut getaucht, das oberhalb seines Herzens entnommen wird. Nun spricht der Vorgesetzte: Du wirst nun aufstehen und ich werde dich mit den Katechismen vertraut machen, deren Kenntnis für jedes Mitglied der Gesellschaft Jesu deines Ranges notwendig ist. Zuallererst werdet ihr als Jesuitenbrüder einander gegenseitig bekreuzigen, wie es jeder römische Katholik machen würde. Dann überkreuzt einer seine Handgelenke mit den Handinnenflächen offen, der andere überkreuzt als Antwort seine Füße, einer über den anderen. Der erste zeigt mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf die Mitte der Handinnenfläche der linken Hand, der andere zeigt mit dem Zeigefinger der linken Hand auf die Handinnenfläche der rechten Hand. Der erste macht mit seiner rechten Hand einen Kreis um seinen Kopf und berührt ihn. Der andere berührt dann mit seinem Zeigefinger der linken Hand die linke Seite seines Körpers direkt unter seinem Herzen. Dann legt er seine rechte Hand über die Kehle des anderen und der zweite seinen Dolch unten an den Bauch und Unterleib des ersten. Dann sagt der erste: Iostrum. Und der andere: Nekar. Und der erste: Reges. Und dann zeigt der Erste ein kleines Stück Papier mit einer besonderen vierfachen Faltung, das der andere der Länge nach durchschneidet und bei der Öffnung den Namen Jesu dreifach geschrieben auf dem Kopf und den Armen eines Kreuzes findet. Dann wirst du die folgenden Fragen erhalten und erwidern: Woher kommst du? Vom heiligen Glauben. Wem dienst du? Dem heiligen Vater in Rom, dem Papst und der römisch-katholischen Kirche universal in der ganzen Welt. Wer kommandiert dich? Der Nachfolger vom heiligen Ignatius Loyola, dem Gründer der Gesellschaft Jesu oder den Soldaten Jesus Christus. Wer hat dich empfangen? Ein ehrwürdiger Mann mit weißem Haar. Wie? Mit einem nackten Dolch. Ich kniete auf dem Kreuz unter dem Banner des Papstes und unter unserem heiligen Orden. Hast du einen Schwur abgelegt? Ich tat es, um Ketzer und ihre Regierungen und Herrscher zu zerstören und weder Alter, Geschlecht oder Zustand, Position zu schonen. Zu sein wie eine Leiche, ohne eigene Meinung oder eigenen Willen, aber um stillschweigend in allen Dingen meinen Obersten zu gehorchen, ohne zu zögern oder zu murren. Wirst du das tun? Ich werde. Wie wirst du reisen? In der Barke von Petrus, dem Fischer. Wohin wirst du reisen? Zu den vier Quartieren der Erde. Zu welchem Zwecke? Um den Befehl meines Generals und meiner Vorgesetzten zu gehorchen und den Willen des Papstes auszuführen und treu die Konditionen meines Eides zu erfüllen. Geh dann jetzt in die ganze Welt und nimm Besitz von allen Ländern im Namen des Papstes. Derjenige, der ihn nicht als Stellvertreter Jesu und seinen Regenten auf Erden akzeptiert, lass ihn verflucht und ausgerottet werden. Das beendet die Lesung des Eides der Jesuiten. War hier wohl nicht die Stelle, wo der Eid auch gelesen wurde. Trotzdem war es wohl, denke ich, interessant, die Bilder verfolgen zu können. Bevor wir jetzt in eine detaillierte oder detailliertere Lesung dieses Eides gehen mit Fragen von allen hier auf Skype Anwesenden, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich bereits einmal diesen Jesuiten-Eid gelesen habe und analysiert habe, alleine, vor wenigen Jahren, als Andreas mir das noch übersetzt hatte zum Abschluss des Buches Herrscher des Bösen. Und da habe ich zwei Videos von gemacht. Und die findet ihr in der Beschreibungsbox dieses Videos, die Links. Und ihr könnt euch das genauso gut anschauen, wie ihr jetzt eben auch diese Lesung hier anschauen könnt. Oder ihr könnt auch mal sehen, was ich damals gesagt habe und was heute gesagt wird, was natürlich nicht viel anders ist wahrscheinlich. Aber ja, es ist immer interessant, mal einen Vergleich zu haben. Und ihr könnt die Videos vor allen Dingen über diesen Eid der Jesuiten auch teilen.
dass ihr die Videos weiterverteilt, dass ihr sie auf euren eigenen YouTube-Kanälen hochladet oder hochlädt und dass ihr sie verteilt an andere Menschen über soziale Netzwerke, wie ich bin in der letzten Zeit an Reddit angeschlossen, was ihr vielleicht auch kennt, aus dem einfachen Grunde, dass Google in April gesagt hat, Google Plus gibt es nicht mehr. Da kann man also Videos über die Plattform nicht mehr teilen und andere Dinge, Kommentare schreiben. Und deswegen habe ich mich bei Reddit angemeldet und da kann man dann mich auch drüber erreichen, kann Kommentare schreiben über meine Posts und so weiter und so weiter. Dass ihr eben auch diese Videos über Reddit, über Facebook, über Twitter, über Pinterest und was weiß ich nicht alles, welche sozialen Medien ihr auch gebraucht, teilen könnt, um diesen Eid so weit wie möglich zu verteilen, um die Kenntnis davon allgemein in der Welt so weit wie möglich zu verteilen. Ja, soweit das, was ich jetzt hierzu so weit zu sagen hätte. Dann gehen wir jetzt in den Eid der Jesuiten rein, in mein originales Papier hier, was ich bereits hatte. Und in der Zwischenzeit mal eben kurz die Frage in die Runde. Sind da bereits Fragen zu dem bis jetzt Gelesenen? Oder wollt ihr damit warten mit Fragen oder Bemerkungen zu dem, was ich jetzt lese, was jetzt kommt? Ja, bitte, Michael. Ja, ich habe da mal eine Quellenangabe gepostet im Chat bezüglich des Buches Codewort Babylon. Und da gibt es ja eine ganze Menge, was der Autor da an Credits sozusagen da mal reingeschrieben hat. Das ist aber nicht der Punkt, den ich machen wollte. Ich wollte einen ganz anderen Punkt machen. Und zwar, es wird immer viel über den Eid geschrieben und du hast ja da auch Videos drüber gemacht und du verlinkst sie ja auch hier unter dem Video, wenn es dann veröffentlicht wird. Der Punkt, den ich machen würde, ist aber, das hat alles mit der wahren Lehre Jesus Christus nichts zu tun. Nicht nur vom Inhalt her, wo da dabei steht, Hilfsbeschwörer, da flattert bei mir ja schon das ganze Nackenhaar, oder wo es darum geht, andere umzubringen, was ja ein Verstoß gegen das sechste Gebot in der korrekten Zählweise wäre und auch gegen das Gebot von Jesu Christi im Neuen Testament. Liebet eure Feinde wie euch selbst oder liebet den Nächsten wie euch selbst. Sondern es steht ganz genau geschrieben im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 34, da sagt Jesus Christus vom Schwören und vom Vergelten: Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Und damit ist die Geschichte mit dem Schwur der Jesuiten der absoluten christlichen Grundlage beraubt. Und es wundert mich eigentlich, dass das oftmals bei dem Schwur der Jesuiten nicht so klar herausgestellt wird. Denn wir haben ja schon in den vergangenen Lesungen ja auch gesagt, dass es immer auf das Fundament drauf ankommt. Und da wir als Mensch fehlbar sind, können wir uns letzten Endes nicht hinstellen und behaupten, wir würden jetzt schwören und die Sache, die wir jetzt versprechen, die würde jetzt ein ganzes Leben lang Bestand haben. Und das ist ja hier im Kapitel Matthäus 5, 33 einwandfrei validiert, dass eben ein Schwur keine christliche Grundlage hat und demzufolge sind wir dann ja schon wieder mal auf demselben Standpunkt, dass wir sagen können, alleine daran sehen wir schon, mit welchen Menschen wir da zu tun haben. Ja. Gut, da möchte ich nur eine ganz kurze Bemerkung drauf geben, auf den Punkt, dass du mit dem Schwören sagst, da hast du natürlich vollkommen recht, das entbehrt jeglicher christlicher Rechtfertigung, irgendwas zu schwören, da stimme ich dir vollkommen zu. Es ist aber auch entgegen jeglicher biblischen Lehre, sich überhaupt in einer Geheimgesellschaft zu befinden und überhaupt irgendeinen Eid zu schwören. Wir haben hier jetzt von dem vierten Eid der Jesuiten gesprochen, von dem extremen Eid, den wir gleich noch weiter besprechen werden. Sie schwören ja vorher schon andere Eide. Sie schwören einen Eid der Enthaltsamkeit, der Armut und so weiter und so weiter. Das sind ja auch schon Eide. Dieser ist ja nur ein weiterer, um dem Ganzen im Grunde noch die Krone aufzusetzen, um es mal so zu sagen. Und natürlich beginnt es schon damit, dass man sich überhaupt hier in einer Geheimgesellschaft befindet. Das, was du gesagt hast, hast natürlich auch
Bezug dann auf Leute, die zum Beispiel der Freimaurerei frönen oder die in sonstigen weltlichen Berufen oder weltlichen Organisationen untergebracht sind, wo man auch schwören muss. Ja, und das geht ja noch weiter. Das geht ja weiter bis zum weltlichen Gericht, ja, wo dann in welchem Land doch immer dann auf die Bibel geschwört wird. Also, ja, wenn man eben zum Beispiel Richter ist oder sonst wie was, ne? Ja, genau dasselbe, ja. Ich wollte den Punkt nochmal machen, weil, wie gesagt, wenn das Fundament schon überhaupt nicht stimmig ist, dann hat die ganze Sache auch keinen guten und vor allen Dingen keinen christlichen Ausgang. Dann ist die Sache an sich ja schon verkehrt. Denn Jesus sagt ja selber, was darüber ist, das ist vom Bösen. Ja. Und damit ist die Sache ja eigentlich schon sehr, sehr demaskiert. Richtig. Finde ich auch eine sehr gute Bemerkung von dir. Dem will ich gar nicht weiter irgendwie was absprechen oder was. Ich wollte nur sagen, dieser vierte Eid der Jesuiten ist nur einer von vier. Ja? Also derselbe Punkt ist natürlich, fängt schon an bei den Ersten. Ne? Fängt schon an, wenn man so gesagt ein Gelübde ablegt, um überhaupt in diesen Orden einzutreten und so weiter und so weiter. Es fängt damit ja schon an. Aber natürlich ist dieser vierte Eid absolut antichristlich, möchte ich mal so behaupten. Also, dann gehen wir mal kurz hier rein, wenn da keine weiteren Fragen sind. Wie gesagt, ihr wisst, ihr könnt gerne unterbrechen. Wir sind alle hier, um eure Fragen zu beantworten, sofern das im Bereich des Möglichen ist. Handelt es sich wirklich um die Kirche von Jesus Christus? Das sollte sich ein jeder fragen, der diesen Eid mal gelesen hat. Michael hat da ja gerade eine sehr gute Einleitung drauf gegeben. Also, wir fangen hier an mit der Erklärung des Wortes Inri. Das heißt Justrum Neker Reges Impius. Die Bedeutung davon ist, es ist gerecht, pietätlose und heretische Könige, Regierungen oder Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Jetzt müssen wir uns aber auch noch mal eben vor Augen halten, dass in der römisch-katholischen Kirche, wenn man in eine römisch-katholische Kirche geht und auch in viele protestantische Kirchen, davon mal abgesehen, sobald man diese Kirchen betritt und da ist ein Kreuz in der Kirche, und in der Kirche an dem Kreuz hängt dann auch noch eine menschliche Figur, die Jesus Christus darstellen soll, dann seht ihr da oftmals oben drüber eine Holztafel mit den Worten oder mit den Buchstaben INRI hängen über dem Kreuz. Weil damit gesagt wird, das ist die offizielle Lehre, das heißt nicht Justrum Neker Reges Impius, das heißt Jesus von Nazareth, König der Juden. Ja? Dieses hier ist zum Beispiel eins dieser Kreuze. Gibt es ja nun millionenfach, ja, dass man das in der Welt findet. Bezeichnend ist, wenn wir wissen, dass INRI in der römisch-katholischen Kirche, weil schlussendlich ist der Orden der Jesuiten ein Orden aus der römisch-katholischen Kirche, wenn die römisch-katholische Kirche die Worte INRI in ihrer internen Lehre, nicht in der externen Lehre an den allgemeinen, ich sage jetzt mal leichtgläubigen Katholiken gelehrt, auf der Straße lehrt, sondern was sie inwendig lehrt, was die innere Lehre ist, lehrt, dass es heißt, es ist gerecht, pietätlos und heretische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören, dass sie Jesus Christus als genau so einen sehen. Einen pietätlosen, heretischen König, den es gerecht ist, auszulöschen. Und deswegen haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Und deswegen finden wir diese Kreuze mit dieser Jesusfigur oder mit dieser menschlichen Figur, die Jesus darstellen soll, in den ganzen Kirchen. Wenn ihr Kirchengänger seid, dann fragt mal euren Pastor, wofür das Inri steht. Kein einziger wird euch sagen, er steht für Justrum Neker Reges Impius. Sie werden euch alle sagen, er steht für Jesus Christus von Nazareth, König der Juden. Ja? Jesus Nazarethanus Rex Judaeum oder sowas in der Richtung. In der Bibel, meine Lieben, steht ganz deutlich geschrieben in zwei der vier Evangelien, dass als Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde, über ihm ein Schild aufgehängt wurde, auf dem stand Jesus Christus, König der Juden, aber es stand da in drei Sprachen. Es stand da in Hebräisch, in Latein und in Griechisch. Es gab kein Wort, auf dem
INRI stand, wie wir hier sehen. Es gab ein Board, auf dem in drei Sprachen ausgeschrieben stand: Jesus von Nazareth, König der Juden. Das steht so in der Bibel. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann seid ihr in diesem Video verkehrt, weil dann glaubt ihr nicht der Bibel, dann glaubt ihr den Menschen. Also, gehen wir nochmal in den Eid hinein. Dieses Bild muss ich wegmachen, weil das ist für mich pure Blasphemie. Mein Sohn, bislang wurdest du gelehrt, als Heuchler zu agieren. Unter römischen Katholiken ein römischer Katholik und auch unter deinen Brüdern ein Spion zu sein. Also innerhalb der eigenen Gesellschaft auch keinem anderen Menschen zu vertrauen, sondern jeden seiner Mitbrüder auszuspionieren. Keinem Menschen zu glauben, keinem Menschen zu trauen. Unter den Reformern ein Reformer zu sein, unter Hugenotten ein Hugenotte, unter Calvinisten ein Calvinist, unter Protestanten hauptsächlich Protestant und ihr Vertrauen zu erlangen, um danach zu streben, von ihren Kanzeln zu predigen. Und wie wird das heutzutage erreicht? Indem die ganzen Priesterseminare, Pastorenseminare, Leute, wo Priester als Priester oder als Pastor ausgebildet werden, von Jesuiten geleitet werden. Und damit kriegen sie die jesuitische Lehre von Anfang an indoktriniert. Und sie predigen von den Kanzeln der Protestanten mit aller Vehemenz, selbst gegen Rom, und beschuldigen sogar Rom. Aber da sie Jesuiten sind, pflanzen sie hier und da mit ihrer, ich sag mal, zwischen Anführungszeichen Wahrheit, wenn sie zum Beispiel von einer protestantischen Kanzel predigen, um der Papst ist der Antichrist zu lehren, so werden sie da doch auch Lüge mit einbinden. Und ein sehr gutes Beispiel hierfür sind viele Siebentags-Adventisten, aber auch andere protestantische, ob es jetzt lutheranische, bapterianische, welche Glaubensrichtung auch immer sein mögen, die den Futurismus verkaufen. Die zwar Rom auf eine bestimmte Art und Weise anklagen, die aber trotzdem lehren, oh, der Antichrist ist eine einzelne Person, die drei Jahre vor der Wiedererscheinung Jesu Christi kommt und so weiter und so weiter. Ihr kennt die ganze Lehre, ich will da näher auch drauf eingehen. Wenn ihr da das Genaue drüber wissen wollt, dann schaut euch meine Videos an mit dem Namen Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. In drei verschiedenen Videos bin ich da explizit drauf eingegangen. Und genau das ist das. Das ist es, das von den sogenannten protestantischen Kanzeln Dinge heruntergepredigt werden, die eben nicht die ganze Wahrheit sind. Wir sind nämlich nicht nur verantwortlich für das, was wir sagen, sondern auch für das, was wir nicht sagen. Nur die Jesuiten schwören hier ganz deutlich oder werden hier dazu angehalten, in ihrem Schwur die Dinge zu sagen, die ihr Orden für richtig empfindet und nicht die wirklich richtig sind. Und sogar so niedrig zu sinken, ein Jude unter Juden zu werden. So viel zu der Geschichte der Krypto-Juden oder der Juden, die sich in die römisch-katholische Kirche einschleichen. Lest mal diesen Eid. Es ist genau andersrum. Dir wurde beigebracht, heimtückisch den Samen des Neides zu säen, zu blutigen Taten zu animieren, die Staaten, in denen du verbleibst, in gegenseitige Kriege zu treiben und Revolutionen sowie Bürgerkriege anzuzetteln, in Ländern, die unabhängig und wohlhabend waren, die Kunst und Wissenschaft kultivierten und die vor allen Dingen die Segnungen des Friedens genossen. Das heißt, wo Frieden herrscht, da gehst du rein und du säst Unfriede, du säst Revolution, du säst Feindschaft. An der Seite der Brüder zu stehen und insgeheim mit deinem Jesuitenbruder zusammenzuarbeiten, auf der anderen Seite tätig sein mag. Gutes Beispiel, nehmt doch nur mal ein ganz dummes Beispiel, Donald Trump auf der amerikanischen und Putin auf der russischen Seite. Beide gelenkt von Jesuiten. Genau nach diesem Prinzip, rechts, links, Hegelsche Dialektik, wo die Menschen dazwischen aufgerieben werden, die sich entweder für die eine oder die andere Seite entscheiden.
und die sich weder mit der einen oder anderen Seite für die richtige Seite entscheiden, sondern immer gegen Christus, anstatt sich für Christus zu entscheiden. Also mit deinem Jesuitenbruder zusammenzuarbeiten, der auf der anderen Seite tätig sein mag, damit am Ende die Kirche als Gewinner hervorgeht. Weil, wie wir wissen, der Zweck heiligt letztendlich die Mittel. Du musst dich einschmeicheln in das Vertrauen der Protestanten und du musst jede erdenkliche Sache oder jede erdenkliche Person für alle Menschen sein, wie ein Chamäleon, zum Wohl des Papstes, dessen Diener wir bis zum Tode sind. Du musst eine angemessene Zeit lang als Instrument und Henker dienen. Das heißt, du musst dir erst mit bestimmten blutigen Taten überhaupt die Position verdienen, dass du in diese Führungsposition in dem Kommando oder in der Kompanie de Jesus, in der Gesellschaft Jesu überhaupt kommen kannst. Erst musst du dafür ordentlich lange handeln. Ich habe nun bei der Lesung gerade eben den Namen Jorge Mario Bergoglio eingeführt, der ja der Name des Jesuitenpapstes oder besser gesagt des Jesuitenweizenpapstes momentan ist. Der hat sich seine Spuren nämlich verdient im sogenannten schmutzigen Krieg in Argentinien in den 80er Jahren, wo er verantwortlich war, für Tausende von Menschen ermordet zu haben. So hat er sein Blut vergossen. Denn, so wie der Orden, wie der Eid weiterfährt, ohne das Vergießen von Blut kann kein Mensch gerettet werden. Dabei vergessen wir hier eben mal zu erwähnen, dass Jesus alles nötige Blut zur Errettung eines jeden Menschen vergossen hat, das anderes Blut von Gott, dem Vater im Himmel, nicht akzeptiert wird. In der Gegenwart des allmächtigen Gottes schwört dann der Novize, der hier in die Führungsposition der Jesuiten aufgenommen wird. In der Gegenwart des allmächtigen Gottes, das Problem ist, er sagt nicht, welcher Gott, um welchen Gott handelt es sich. Menschen, die diesen Eid lesen, denken tatsächlich, dass das hier geschworen wird an den Schöpfergott der Bibel. Nein, es wird geschworen an den Gott der römisch-katholischen Kirche. Und das ist der Sonnengott. Das ist nicht der Vater im Himmel. Auch in Gegenwart der heiligen Apostel Petrus und Paulus, diese Petrus und Paulus im Heiligen Römischen Reich, haben die römischen Gründer Remus und Romulus ersetzt. Weiterhin, dass er aufgrund des Schlüssels zu binden und lösen, der seiner Heiligkeit durch meinen Erlöser Jesus Christus gegeben worden ist, die Macht hat. Ja, ketzerische Könige und so weiter. Deswegen erscheint in katholischen Kirchen am Kreuz Inri. Ja, okay, das habe ich gerade eben schon erklärt. Das muss ich hier nicht mehr erklären. Ja, mit den Regierungen, das ist nochmal interessant. Das hier steht, also, die Macht hat ketzerische Könige, Prinzen, Staaten, Gemeinwesen, Regierungen aus dem Amt abzusetzen, die alle illegal sind, ohne seine heilige Bestätigung und dass sie mit Sicherheit vernichtet werden mögen. Also ohne die heilige Bestätigung des Papstes sind andere Regierungen ketzerisch. Sie sind ketzerische Könige, Prinzen, Staaten, Gemeinwesen und Regierungen. Hier kommt noch einmal der Unterschied dabei. Regierungen de jure und Regierungen de facto. De jure Regierungen sind von der römisch-katholischen Kirche anerkannt. De facto Regierungen sind Regierungen, die im Grunde ja Regierungen sind, aber dadurch, dass sie die, sage ich jetzt mal, Bestätigung des Heiligen Stuhls nicht haben, werden sie eben nicht vom Vatikan als de jure, also wirklich rechtlich installierte Regierungen, anerkannt. Und alle Regierungen in dieser Welt de facto, welche sind denn das zum Beispiel? Das sind immer die, wo die Weltgemeinschaft, die UN oder die Europäische Union oder welche Gemeinschaft auch immer von sagt von, oh, da müssen wir aber mal gucken, da müssen wir einen Regime-Change machen, eine Regimeveränderung bringen, da müssen wir die Regierung verändern. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Regierungen sind, die de facto sind. Übrigens geht es auch hauptsächlich da um Regierungen,
die noch keinen gültigen Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche abgeschlossen haben. Nur über den Konkordat oder über die Konkordatsfrage im Allgemeinen gehe ich demnächst auch noch in meinen Videos von, wie heißt denn das wieder, mit Gott und den Faschisten ganz deutlich ein, weil da bin ich jetzt gerade drauf zugekommen. Ich habe mir das Konkordat auch runtergeladen von der vatikanischen Webseite selber. Und zwar das war das Konkordat von 1933 von Deutschland, das heute immer noch Gültigkeit besitzt. Und dieses Konkordat sagt ganz deutlich, man muss es nur richtig lesen, und das werde ich dann in meiner Lesung auch erklären, dass mit dem Abschließen dieses Konkordats die römisch-katholische Kirche als Staatsreligion akzeptiert wird, mit allen Gefolgen, mit allen Folgen, die da dranhängen. Und Regierungen, die eben kein Konkordat haben, haben eben noch nicht anerkannt, dass die römisch-katholische Kirche und damit eben auch der Vatikan im Grunde die wahren Herrscher ihres Landes sind. In diesem Moment, wir haben heute den 24. März 2019, haben ungefähr 179 Nationen dieser Erde einen gültigen Konkordat mit dem Vatikan. Von knapp 196 existierenden Staaten sind das also knapp 17 oder ungefähr 10%, die noch keinen gültigen Konkordat mit dem Vatikan haben. Und die werden natürlich noch gebraucht, um die, zwischen Anführungszeichen, neue Weltordnung auch wirklich richtig korrekt durchsetzen zu können. Also ein ganz guter Indikator, sagst du, um da mal den Prozess so ein bisschen ablesen zu können. Was meinst du, was ist ein guter Indikator? Ja, zur Errichtung der neuen Weltordnung, wenn du sagst, dass das natürlich daran gekoppelt ist. Wenn alle Länder ein Konkordat mit dem Vatikan abgeschlossen haben, dann habe ich ja im Grunde meine neue Weltordnung da. Dann habe ich ja das im Grunde komplett erfüllt, was in Offenbarung 17, Vers 2 geschrieben steht. Dass die Könige der Welt mit der Hure Unzucht trieben, und zwar alle Könige. Im Augenblick sind es ja noch 17 Länder, die haben dieses Konkordat noch nicht unterzeichnet. Und von daher haben diese 17 Länder noch immer nicht den ultramontanen Führungsanspruch oder die ultramontane Autorität des Papstes akzeptiert. Ja, das ist doch ein guter Indikator dafür, ob ein Land ein Konkordat hat oder nicht. Das war das, was du meintest, ne? Ja, genau. Gut. So, und so weiter und so weiter. Gegen die ganzen Kirchen, gegen die heilige Mutterkirche Roms, jeglichen Gehorsam verneine und verweigere. Und dann geht es hier noch in einen ganz interessanten Absatz. Weiter verspreche ich, dass ich keine eigene Meinung oder eigenen Willen haben will oder irgendeinen geistigen Vorbehalt, selbst als Leiche oder Kadaver, wie es halt im Originaltext heißt, Perinde ac Kadaver, sondern ohne zu zögern absolut jedem Befehl gehorche, den ich von meinem Obersten in der Armee des Papstes und Jesu Christi empfangen möge. Also ich akzeptiere hiermit, dass ich vor allen Dingen durch die geistigen Übungen meinen eigenen Willen komplett aufgegeben habe und dass ich keine eigene Handlung verrichte, sondern dass alle meine Handlungen ohne irgendeinen geistigen Vorbehalt nur Handlungen sind, die mir von meinem Obersten in der Armee des Papstes und in der Kompanie de Jesus eingegeben wurden. Außerdem verspreche ich, Krieg gegen alle Ketzer, Protestanten und Liberale auf dieser Erde zu unternehmen und sie vom Angesicht der Erde auszurotten und auszulöschen. Das ist also eine existenzielle Aufgabe des Jesuitenordens. Ich werde Heretiker hängen, kalt machen, kochen, häuten, erwürgen und lebendig begraben, die Bäuche ihrer Frauen aufschlitzen und die Köpfe ihrer Kinder gegen die Wand schlagen. Wenn ich sie nicht öffentlich umbringen kann, dann werde ich heimlich Gebrauch machen vom vergifteten Kelch, vom Galgen oder vom, wie sagt man das noch,
vom Seil, um sie zu erwürgen, vom Dolch oder von der bleiernen Kugel werde ich Gebrauch machen, ungeachtet der Ehre, des Ranges oder der Würde. Also mit anderen Worten, der Zweck heiligt die Mittel. Jedes Mittel werde ich gebrauchen, um den Zweck zu erreichen, der der Kirche größere Ehre gibt. Da geht es drum. Nach dem Motto der Jesuiten. Ad majorem Dei gloriam. Ja? Und dann eben hier am Ende, habe ich ja schon mal angemerkt, das allerheiligste Sakrament des Abendmahls. Hier ist natürlich dann wieder die Transsubstantiation damit bei, dass eben durch die Hokuspokus-Worte des Priesters das Stück Brot, die Oblate in der Hand des Priesters, dass hier die Kreatur den Kreator kreiert. Ja? Also mit anderen Worten, dass ein geschöpftes Wesen, nämlich ein Mensch, seinen Schöpfer schöpft in diesem Brot. Durch die Worte hoc est corpus enim meum, mit anderen Worten, dass dieses Stück Brot in dem Abendmahl, in der Eucharistie, in der Messe der römisch-katholischen Kirche, das Fleisch, das Blut, die Menschlichkeit, die Göttlichkeit von unserem Herrn Jesus Christus wird. So, und dann sind wir mit dem Orden, mit dem Lesen dieses Eides soweit durch. Wobei ich jetzt fragen möchte, ob ihr vielleicht noch da Bemerkungen habt zu etwas, was ich jetzt gerade vorgelesen und erklärt habe, oder ob wir das hierbei belassen wollen. Na, ist ja nicht gerade viel Response. Dann gehen wir halt in das Buch Herrscher des Bösen und lesen da noch die nächsten paar Seiten weiter oder die nächsten paar Artikel weiter. Weil ein ganz wichtiger Punkt, deswegen hatte ich vorhin bereits das Bild rausgesucht von dem Papst, dieses hier, wo nämlich Ignatius von Loyola dies dem Papst vorliest. Deswegen sagt der Autor, also Tapa Sorci hier in dem Buch Herrscher des Bösen weiter, nachdem Ignatius mit seiner Präsentation zum Ende gekommen war, also diesen Eid vorgelesen hat, so wird überliefert, schrie der Papst laut heraus, hoc est digitus Dei, das ist der Fingerzeig Gottes. Am 27. September 1540 versiegelte Antichrist Papst Paul III. Seine Zustimmung mit der höchsten und feierlichsten Form der päpstlichen Verkündung, einem Dokument, das als Bulle bekannt ist. Die Bulle der Jesuiten ordiniert trägt den Titel Regimini Militantes Ecclesiae. Auch da habe ich ein Bild, das können wir uns mal eben anschauen, von der Bulle. Regimini, das müsste ja hier zu finden sein. Hier finden wir es. Das ist ein Bild der Bulle selber. Dies ist ein Bild von wo Papst Paul III. Ignatius Loyola diese Bulle überhandigt. Wie sagt man das? Ja. Überhändigt, ne? Ist überreicht. Überreicht, ja, kann man auch so sagen. Ja, überreicht. Dankeschön. Ja, und hier haben wir auch noch die Bulle noch einmal. Das ist ein etwas schärferes Bild. Hier kann man es noch ein wenig besser sehen. Ja. Dann machen wir das andere mal weg. Das brauchen wir nicht mehr. Sonst, wenn ich hier zu viele Bilder habe, funktioniert das auch nicht mehr, wie es soll. So, also. Die Bulle der Jesuiten trägt den Titel Regimini Militantes Ecclesia. Das heißt mit anderen Worten auf Deutsch über die Vorherrschaft der militanten Kirche. Der Titel ist ein kabbalistischer Spruch, der den heidnischen römischen Wahrsagern gleich ist. Bekannt als Notarikon ist dieser Spruch ein Akronym, das die Bedeutung seiner internalisierten Worte verstärkt. Regimini Militantes Ecclesia, also RME, produziert das Notarikon Rom, wenn wir das O eben zwischen Klammern dazwischen setzen, jenes Imperium, das die Gesellschaft Jesu mit dessen Absicherung und Rettung durch die Künste des Krieges beauftragt. Im folgenden April wählten die ursprünglichen 6 und einige neu hinzugekommene Mitglieder Ignatius de Loyola zu ihrem ersten Generaloberen. Was einst als eine unbedeutende Gesellschaft zugelassen worden war,
wuchs bald auf eine Mannstärke von mehreren tausend Mitgliedern an. Ignatius konnte dies tun, indem er den inneren Kreis weiter klein hielt. Er nahm den höchsten Eid, der des Gehorsams dem Papst gegenüber, nur den 60 genehmsten Personen ab, während er Hunderte mit geringeren Eiden in die Gesellschaft aufnahm. Seither ist die genaue Größe der Gesellschaft nur dem Generaloberen selbst bekannt. Als die Welt immer mehr Ärzte, Anwälte, Schriftsteller, Reformtheologen, Finanziers, Staatsmänner, Höflinge, Diplomaten, Forscher, Händler, Kaufleute, Dichter, Gelehrte, Wissenschaftler, Architekten, Ingenieure, Künstler, Drucker und Philosophen anzog, war es extrem schwierig für einen normalen Bürger zu sagen, welche davon Jesuiten waren und welche nicht. Denn ich muss ja als Jesuit einem jeden für alles erscheinen. Nicht einmal die Jesuiten selbst konnten dies mit Gewissheit sagen, aufgrund einer Bestimmung in den Konstitutionen, die nur den Generaloberen dazu ermächtigte, Agenten zu empfangen, die in geistlichen Angelegenheiten helfen sollen, sowie Laienvertreter, die Hilfe leisten in zeitlichen und häuslichen Funktionen. Ja, Laienvertreter, die Hilfe leisten, da spricht man von den weltlichen Koadjutoren. Ja. Es gibt geistliche Koadjutoren in dem Orden der Gesellschaft Jesu und es gibt weltliche Koadjutoren. Es gibt Koadjutoren, die tatsächlich Jesuitenpriester sind. Es gibt aber auch eine ganze Menge, die sind das nicht. Die haben nur eine Zeit lang der Ausbildung gefolgt. Und da will ich jetzt nicht allzu tief drauf eingehen. Dann, wenn ihr darüber Kenntnis haben möchtet, dann müsst ihr Englisch kennen und dann müsst ihr euch meine englische Sendung auf Nothing But The Truth anschauen über den Eid der Jesuiten. Das Video habe ich, glaube ich, 2014 aufgenommen. Und da lege ich eine ganze Menge Papiere aus, sogar von einem jesuitischen Lehrer hier an der Universität in Leuven, wo ich ja hier wohne, in Belgien, der ein Papier darüber geschrieben hat, damals mit der Zustimmung von Adolfo Nicolás, dem damaligen Generalobersten der Gesellschaft Jesu, über die Ausbildung der Jesuiten, in welchen Schritten das erfolgt, wie lange das dauert, wie viele Jahre, welche Schwüre wann, wo, wie abgelegt werden. Da steht da alles drin, aber das könnt ihr in dem englischen Video euch gerne mal anschauen, wenn ihr Englisch könnt. Ja? Und da werden eben auch die verschiedenen Stufen in den Jesuitenorden dargelegt, also die verschiedenen, sage ich jetzt mal, Titel, die man da haben kann, nämlich Novize, Koadjutor, Professen und so weiter und so weiter. Das lernt man auch übrigens sehr gut wieder mal in dem deutschen Buch von Griesinger. Auch da wurde da ausführlich drüber gesprochen. Der Griesinger hat das auch sehr schön dargestellt, welche Organisationsstruktur die Jesuiten in ihrem Orden da haben. Das legt der Griesinger auch nochmal ordentlich ans Tageslicht. Also, fangen wir den Satz nochmal eben an. Nicht einmal die Jesuiten selbst konnten dies mit Gewissheit sagen, aufgrund einer Bestimmung in den Konstitutionen, die nur den Generaloberen dazu ermächtigte, Agenten zu empfangen, die in geistlichen Angelegenheiten helfen sollen, sowie Laienvertreter, die Hilfe leisten. Also das sind dann die Koadjutoren. In zeitlichen und häuslichen Funktionen. Diese Koadjutoren können Laienvertreter jeder Konfession, Rasse, Nationalität oder Geschlecht sein, wie wir gerade in dem Eid gelesen haben. Ne? Sie legten einen Eid ab, der sie dazu verpflichtete, zu welcher Zeit auch immer der Generalobere es für weise erachte, ihre Dienste für geistliche und weltliche Angelegenheiten in Anspruch zu nehmen. Dieser Eid wurde von den schwarzen Päpsten so oft in Anspruch genommen, dass es mit der Zeit auffiel und die Franzosen einen Spitznamen für Leute hatten, die man als Jesuitenagenten verdächtigte. Les Robes Petites. Kurzraum. Die Engländer nannten sie Kurzmäntel oder Ignatianer. Short Robes, sagten die Engländer. Innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten der Bulle Regimini Militantes Ecclesiae bestimmte Antichrist Papst Paul III. Die Gesellschaft Jesu, die römische Inquisition zu verwalten. Ja, das heißt, die Jesuiten haben die Dominikaner abgelöst. Weil das ist nicht zu verwechseln mit der spanischen Inquisition, die nach der Überlieferung nur der spanischen Krone unterstand. Als sich die Jesuiten mit dieser neuen Aufgabe vertraut gemacht hatten, war dies der Beleg für die Bemühungen von Antichrist Papst Paul III.,
sich mit den Protestanten zu versöhnen. Einen weiteren Schritt zur Versöhnung hat er gemacht in dem Konzil von Trient, das dann 1545 anfing, 5 Jahre nach Ordensgründung. Und hier sehen wir ein Bild der Geist von Trient, dem Konzil von Trient, ein Gemälde von dem Maler Sebastiano Ricci, wie ein Dämon Paul III., der mitten links dargestellt ist und seine Kardinäle während dem Konzil von Trient anleitet. Jemand in dieser Gruppe, ich weiß nicht mehr wer, war es Constanze oder was, hat durch unermüdliches Suchen dieses wunderbare Bild gefunden, weil wir hatten davor nur eine fast unleserliche, unkenntliche Zeichnung von Tapassorsi in dem Buch. Und hier haben wir tatsächlich das originale Bild, das hier von dem Sebastiano Ricci, ein Verwandter übrigens, gehe ich mal von aus, von dem späteren Generalobersten oder von dem Generalobersten der Jesuiten Lorenzo Ricci, den wir später noch kennenlernen werden, gemalt wurde. Und dieses Konzil von Trient, in dem Geist von Trient, das bestimmt die Lesung unseres nächsten 8. Kapitels Einzug. Und da werden wir dann nächstes Mal diese Lesung von Herrscher des Bösen fortfahren, die für heute hier für den Moment soweit beendigt ist. Aber natürlich haben wir noch abschließende Bemerkungen, sowohl von Viktor als von Michael. Und da ich keine Tröte höre und Michael vorhin den Abschluss erst gemacht hat, gebe ich erstmal Viktor das Wort. Ja, vielen Dank für die Lesung und deine ausführlichen Bemerkungen dazu. Ich denke, das hat ja auch nochmal so ganz rund das Bild gemacht, wie weit der Schwur der Jesuiten ja Einfluss auf ja unser gesamtes Leben nimmt. Ich denke, jetzt heutzutage auch kann man das, auch wenn ich das mal meinen eigenen Worten so mal ausdrücken mag, dann denke ich, ja, hat der Teufel sich in der Art und Weise irgendwo manifestiert in einem Orden sozusagen oder in einer Organisation, wo er versucht, Seelen zu fangen und ja, diese verderbliche Saat in die Menschen setzt und die sie dann hinaustragen in die Welt und ja, diese Welt damit auch infizieren in gewisser Weise. Denke ich, hat das nochmal so ganz gut zum Ausdruck gebracht. Heute auch wieder die Lesung. An sich, ja, kann ich jetzt soweit gar nicht noch was das viel doch dazu sagen. Also mir ist damals noch so, sag ich mal, ein bisschen so die Schuppen vor Augen gefallen. Das, glaube ich, den Schwur hast du dann auch nach den Lesungen, die Zusammenfassung gemacht hast. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ja, danach. Das war danach, weil Andreas hat mir das danach nochmal übersetzt. Ja. Ich hatte ihn gebeten, nachdem er die Zusammenfassung übersetzt hat, für mich mir den Eid noch zu übersetzen, weil dann hatte er sich ja abgemeldet, sagte, er hätte eine ganze Zeit lang jetzt andere Dinge zu tun und seitdem hat er ja auch nichts mehr übersetzt. Für mich, aber das hat er damals noch als letzte Aufgabe dankbarerweise gemacht. Ja, dann an der Stelle auch nochmal mein Dank dafür, weil das hat auch so vieles erklärt. Ich musste, glaube ich, da auch noch gar nicht so sehr, oder ich war da noch gar nicht so sehr in der Bibel vertieft, so maximal, sage ich mal, mit den Auszügen, die du auch in deinen Videos schon mal so angefügt hast, hat, finde ich, auch schon doch erklärt vieles, wenn man sich die heutige Welt ansieht. Und denke ich erstmal so von meiner Seite aus, erstmal dann nochmal vielen Dank und dann sehen wir uns wieder nächstes Mal. Ja. Und tschüss. Bis dann, Viktor. Und dann nochmal zu Michael. Ich möchte jetzt eigentlich gar keinen Bezug zu der Lesung speziell nehmen, sondern einfach einen kurzen Artikel aus dem Neuen Testament vorlesen. Und zwar aus dem Lukas-Evangelium, das 6. Kapitel. Und da fange ich an mit Vers 5. Der lautet wie folgt. Jesus spricht: Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Ich lese jetzt gleich weiter und mache jetzt einfach mal eine kurze Bemerkung. Und zwar, dies gilt jetzt eigentlich für alle Kirchengemeinden und für alle Orden, die in irgendeiner Art und Weise sich absondern oder im Geheimen tätig sind, die eine gewisse Aufnahmeprüfung erlangen und so weiter. Alles, was völlig unbiblisch ist und demzufolge eben nicht mit dem Wort Jesus Christus übereinstimmt, der halt genau in diesem Lukas-Evangelium Kapitel 6, Vers 5 sagt oder ansagt, wie wir zu beten haben, wenn wir mit unserem Gebet den Vater erreichen wollen.
Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen, also Kirchen. Entschuldigung, und ich habe hier Lukas 6, das ist aber nicht Lukas 6 hier, sag mal. Ach, Entschuldigung, Matthäus 6. Ach, ich bin da rumgerutscht. Ja. Ich bin da völlig. Ich wollte den armen Matthäus überhaupt nichts Böses jetzt. Nein, okay. Nee, dann ist es Matthäus 6. Das hat jetzt meine Seite da nicht, die Kapitelüberschrift nicht angegeben. Vom Beten, okay. Ja. Okay, gut, ein Fauxpas. Also, vom Beten. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen, also heutige Kirchen zum Beispiel, auf und an den Straßenecken auf, da fallen mir die Zeugen Jehovas ein, und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vieler Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das war mein Schlusswort. Ich bedanke mich für die Lesung, wünsche allen alles Gute und dass sie auch im Wort Jesus Christus bleiben und fleißig die Bibel lesen. Und ich freue mich über jeden, der jetzt vielleicht neu hinzugekommen ist und der halt ganz, ganz emsig dabei ist, Dinge zu entdecken, die schon vor Jahrtausenden, Jahren galten und immer noch gelten und immer noch gelten werden. Denn wie steht in der Schrift geschrieben? Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Maranatha.